da wo du nicht bist, ich sitze auf dem Thron. Die anderen Rapper wandern im Tal, ich chille auf der Burg. Vor 8 Jahren fing ein 16 Jahre alter Junge damit an, Rap-Texte zu Papier zu bringen und Beats mit dem Mund und mit dem Klavier zu zimmern. Er kaufte Kassetten, auf die er aufnahm. Der Haufen von Texten wuchs und wuchs. Dieses Rap-Ding hatte ihn gepackt wie ein Fuchs, ein Huhn, und es ließ ihn nicht mehr los. Er brauchte das Rappen wie Nahrung und Luft, gewann an Erfahrung, lernte dazu. Aus gut wurde besser, aus einem Rap-Anfänger wurde der beste Rapper des Universums. Ja, es stimmt, dass sich Menschen ändern. Und wenn ich richtig gerechnet hab, ist der Junge heute 24. Und selbst wenn er gar nichts anzieht, nackt ist, nicht mal eine Unterhose trägt, gibt es da etwas, das er immer trägt, nämlich die wunderschöne Krone. Ich bin da, wo du nicht bist, ich sitze auf dem Thron. Die anderen Rapper wandern im Tal, ich chille auf der Burg. Die Sonne scheint mir ins Gesicht und ich trinke eine Tasse Tee. Earl Grey, Kopfhörer in den Ohren, ich hör die K, hör mein eigenes Zeug. Die Reime, die ich schrieb, die Beats, die ich erschuf, die Tracks, die ich in die Welt setzte. Natürlich find ich's cool, wenn andere Menschen mit meiner Mucke was anfangen können. Doch ich würd nicht im Traum daran denken, mit dem Aufnehmen aufzuhören, weil der Welt meine Lieder nicht gefallen. Kein Geld der Welt könnte mich dazu bewegen, denn ich liebe die Musik über alles. Erst wenn ich tot bin und im Grab lieg, mach ich keine Mixtapes und Alben mehr. Bis zu meinem letzten Tag auf dieser Erde wird mein Herz für R.A.P. S.C.H. L-A-G-E-N, yeah, bis ich sterbe, werde ich an dieser 40 Jahre alten Dame hängen. Ich bin da, wo du nicht bist, ich sitze auf dem Thron. Die anderen Rapper wandern im Tal, ich chille auf der Burg. Ich bin da, wo du nicht bist, ich sitze auf dem Thron. Die anderen Rapper wandern im Tal, ich chille auf der Burg. Yeah!